Alan was a bit weird. Then again, I'm a talking cat, so. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, und damit sage ich erstmal wieder Hallo zurück. Wir werden jetzt mal Alans Schallplatte suchen. See you soon. Und dazu müssten wir in die erste Etage wieder runter. Alright. Was? Warte noch. Moment, 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 Moment. Da war doch was. Gerade. Da war doch was gesehen. Da. Moment, Moment, Moment. Das müssen wir uns holen. Mann, fast gehabt. Fast. Und wieder Taschenlampe, wie ein Idiot. Wie ein Vollidiot. Homamat-Münze. Okay. Wir haben eine Homamat-Münze gefunden. Wunderbar. For whatever. Oh, da war noch ein Gang. Aber das lassen wir jetzt mal. So, wir sind jetzt in den Fahrstuhl gerade für eine Homamat-Münze. Hier unten war ja auch... So, da geht's jetzt erstmal zu... Alan. Und wir holen uns jetzt erstmal seine Schallplatte. Dass wir eine Song of Alan hören. Oh, das ist ein fieses Bild, ey. So, und zwar hier vorne. Reload. Da ratzen wir jetzt nochmal die Lensflare rein und the darkness is gone. Schön. Ansonsten hier noch irgendwo etwas. Okay, das brauchen wir alles nicht. Der Dachboden, okay. So, und schauen wir uns mal um, was sollen wir hier finden. Die Mucke ist so dermaßen geil. Irgendwie kann es nicht anders sagen. Haben sie wirklich sehr, sehr cool gemacht. Okay, müssen wir jetzt rüber? Ja, okay, wir müssen hier rüber. Ein Zettel. Wie oft ich hier schon aufgewacht bin. Einmal. Ja, aber das ist aber oft. Das ist aber oft. Achso, das ist gar nicht zum Lesen. So, finden wir hier noch was? Oh, da hinten ist noch was. Oh, das ist das. Too much for one man. Too much for one man. Schade. Okay. Oh, okay. Okay, okay. Schabums, Schabams. Nö. War das Dunkelheit? Da musst du erstmal nachladen. Und Feuerfall. Ja, sieht so aus. Deine Tür ist jetzt frei. Wir kommen hier nicht runter, ne? Nee, wir kommen hier nicht runter. Gut, dann gehen wir mal zurück. Moment mal, was haben wir denn? Hat sie was an dem Maulfisch drin, oder? Ja, eine Batterie. Was ist das? Das sind fies. Ihr Schweine. So, okay. So, jetzt nochmal was zum Lesen. Wie oft ich hier schon aufgewacht bin. 5, 6. Sechsmal, ich glaube, das ist ein Kuh. Ich glaube, den werde ich mir mal notieren. So, eins. Mal aufgeschrieben. Man weiß ja nie. So, was haben wir noch? Lens Flare, Batterie, Batterie. Munition. Und. That's it. Okay. Das ist aber ein schönes Bad hier. Unten hier fließt oben Holz. Das kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Oh, dieses geile
Zahnpasta-Tube hier ausgequetscht. Letztes Kerzlein brennt hier. Ja, okay, gut. Hier ist zu. Ah, okay. Das ist ja fies. Das ist ja gemein. Mal durch. Schießen. Freuen. Das hat sich gut angehört. Das hat sich gut angehört. Alle den Arsch gemacht. Na super. Hallo. The Lord of Destruction ist hier. So, okay, cool. Was haben wir hier? Nochmal eine Batterie. Letzte Nacht hat mich das Flüstern zweier Männer vor meinem Fenster aufgeweckt. Die beiden sahen aus wie FBI-Agenten und haben Fotos von meinem Haus gemacht. Ich bin sofort runtergerannt und habe die Tür aufgerissen, aber sie waren schon weg. Jetzt kann ich nicht schlafen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich sie wirklich gesehen habe. Vielleicht auch nicht. Naja, das hat sich gleich widersprochen. Klimp, klimp. Wie oft bin ich hier schon aufgewacht? Zweimal. Zwei. In Fingern. Dos. Ja, okay, alles klar. Das war's dann auch hier. Oh, so ein bizarrer Shit hier. NS. Aha. Okay. Und hier haben wir anscheinend auch nochmal ein Schlafgemach. Da werden wir mal kurz reinlinsflären. Es ist schade, dass man immer nachladen muss irgendwie, wenn man die Leuchtpistole irgendwie auswählt. Schade, dass sie nicht schon automatisch gleich immer... Oh, da ist er. Die Schallplatte Alan. Eine gelbe Schallplatte. Alan, also im Grunde genommen sehe ich mir einfach nur die Bilder an und sage das Erste, was mir dazu einfällt. Im Grunde genommen, ja. Okay, kann losgehen. Ein Trompetenspieler. Ein hoher Baum, vielleicht ein Turm, der einen langen Schatten wirft. Kleines Segelboot auf dem Meer, es regnet heftig. Vielleicht ist es in einem Sturm geraten. Wow, abgefahren. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Es sieht aus wie ein schwarzes Loch oder wie ein Schlundloch. Ja, das ist es. Ein bodenloses Schlundloch. Verstehen Sie? Oh, ich muss mal anders kommen. Bei dem empfinde ich etwas, Doc. Wie ein Loch im Magen. Heißt das, es hat funktioniert, der Test? Ende der Mitschrift. Okay. Gut, wir haben die Schallplatte. Was ich noch ein bisschen komisch finde, wir haben noch eine verschlossene Tür. Und wir haben jetzt... einen Code. Aber für was? Für was ist diese Tür? Da ist auch Ende, ne? Da... Genau, da oben ist der Dachboden, da ist das Fenster. Dürfte jetzt eigentlich eine Ausgangstür sein. Ja. Na gut. Okay. Ansonsten haben wir nichts, glaube ich, hier gefunden, wo man jetzt einen Code eingeben müsste, oder? Na gut. Dann gehen wir mal zurück. It's my record player. It's my record player. So. Song. I'm a little bit anxious. I'm a little unsure of where to go. I'm a little kid swallowed by the shadows in the ocean. And I know it's a little bit daunting. It's a little bit scary when I'm alone. It's a little bit dark outside. When I'm uptight, I call you on the phone. When we hang up, I stay awake for a while, wondering if what you say is true. I am flawed but fixable when I manage some shut-eye. Oh, for all I know, I might be slumbering, although I'd rather be dead on your
couch, in my bed, in my head, there's a light, but it's red, and I wander till waters bend around me and surround me until I quit. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit, I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom of the pit. All I'm doing is aiding. All I offer to give is a helping hand. But I cannot see but 2 feet in front of me, so try to understand. If you're caught in the doorway and a fire is nipping at your heel, if you're stuck on a sinking ship, enjoy your trip and pray it isn't real. When I wake up, I find that I'm hungry for more, unsatisfied. Oh God, I'm blue. But it will all be alright if it wasn't for all these uninvited visitors outside. I'd say I'm having a damn good night. In my bed, in my head, there's a light, but it's red. And I wander till waters bend around me and surround me until I quit. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit, I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom of the pit. I'm in need of a captain, and I wish you were that for me today. I'm in need of a waxen feather set of wings, and then I'll be okay. As long as I take off, when the sun can't burn away my dream. Don't know when I'll be back this way, perhaps someday. Don't wait. In my bed, in my head, there's a light, but it's red. And I wander till waters bend around me and surround me until I quit. What's this shining at the far end? See the dark end of a tunnel than the bottom. Tunnel than the bottom. Sunk into the bottom of the pit. Ja, schön. Also, auch wieder ein krasser Song. Also, cool, er klingt halt natürlich so ein bisschen, der war jetzt sehr Disney-mäßig, muss ich sagen. You're doing great, by the way. Ja, danke. Danke, Tanja. Watch the fur, I just licked it. Ja, fass gleich nochmal an. Again with the pets? Ja, ich habe mir die Haustiere. So, okay, und wir haben auch hier Bottom of the Pit, die zweite Platze zu stehen. Cool. Gut. Denn würde ich jetzt mal sagen, wir... I'll be here. Ja. Wir suchen Tür Nummer 3. Steigt jetzt das Wasser, ja? Ist das... Ja, es sieht jetzt nicht wesentlich höher als vorhin aus. Ich guck mal kurz hier oben nochmal. Aber hier können wir jetzt auch nichts machen. Some sort of an electrical gizmo. Ja, so ein electrical gizmo. Okay, gut. Was ist das? It's a battery. Können wir eigentlich... Nope. Ja, dann würde ich mal probieren, ob wir irgendwo noch... Dunkelheit finden. Ich glaube, in der ersten war noch Dunkelheit. Die wir da jetzt erstmal irgendwie wegmachen, damit wir den Bereich quasi da nutzbar machen können für uns. Das war jetzt nicht so klar ausgedrückt. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist total komisch, ich stammel hier.
denn da ist ja auch gleich die nächste Tür. Okay. Jetzt ist sie ja da. Oh shit. Was? Was kommt denn das Leuchten jetzt hierher? Ach guck mal, da ist ja noch was. Fum. In der Lüftungstechnik. Und bitte. Knirsch. So, ein bisschen Munition. Ein paar Batterien. Und oh, hallo, hallöchen. Hallo, Moment mal. Okay. Hätte ich jetzt fangen müssen? Hätte ich die Scheißschrotte jetzt fangen müssen? Oh nein! Aber jede Hoffnung ist noch, sie könnte im Keller sein. Ich hoffe, sie ist im Keller. Ansonsten siegt mich hier nochmal neu laden. Scheiße. So, ja, genau, der Hausmeister hat uns was geschrieben. So, hier, ja, hier jetzt tatsächlich zum nächsten Fall. Ich würde ganz gerne hier nochmal kurz schauen. Wo ist denn die Tür? Wo ist das? Achso. Oh, ah, oh. Oh. Okay, was... Ah, schön. Ah, cool. Wir können hier quasi die Hohemarkt-Münzen benutzen. Das ist so cool. Das find ich gut. Okay, schauen wir hinten nach. Was ist das? Bestürft. Was ist das? Noch eine Münze. Läuft. So. Kann ich den jetzt hier beliebig oft viel irgendwie mir holen? Nee. Ah, okay, alles klar. Also das eine ist weg. Dann dürfte jetzt das nächste auch weg sein. Enuramin. Okay, Ausdauer plus 2. Jetzt haben wir noch 2, also müssten wir anscheinend noch 2 Münzen irgendwo finden. Schauen wir mal. Ob die hier irgendwie in der unmittelbaren Umgebung sind. Alter Pillenjunkie. So, okay. Und hier ist nur eine Batterie. The bathroom. Allerdings könnte ich mal. Oh, da vorne könnte ich mich noch durchschneiden. Ich muss mich jetzt hier aber kurz mal fokussieren. Ich würde mal. Aha! Kann man sich durchschneiden. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Hallo! Oh, ist ein scheinbar kleiner Raum. Was haben wir da? Die Apartments. Reinigungsfree. Moment mal. Tatsächlich sieht das immer so aus. Als wenn hier... Ist das ein Lüftungsgang? Bin jetzt hier. Aber sieht nicht so aus. Schade. Damn. Das wäre natürlich ganz cool irgendwie, wenn halt auch die versteckten Lüftungsgänge irgendwie eingetragen sind. So. Machen wir erstmal den Weg frei. Alles Zimmer 9999. Aha. Das ist tatsächlich mal... Schön. Okay, alles klar. Ich würde mal das Foyer unten anschauen wollen. Oh, krass. Jetzt muss ich ein bisschen von oben. Was ist das? Was liegt hier? Batterien, Chips und noch mehr Essen. Findet man hier was Schönes?
Messer. Okay. Tja, okay, na gut. Würde ich mal sagen, mache ich mir erstmal den Weg frei. In der Hoffnung, dass das jetzt ein Fehler war. Um diese 1000 Feinde hier auf einmal angeschissen kommen. So, das neue Jahr kann beginnen. Kolumne von Janice Rex. In der vergangenen Nacht läuteten... Okay, das ist Wasser draußen. In der vergangenen Nacht läuteten die Milton Havener das neue Jahr mit einer wilden Party auf dem Stadtplatz ein. Es gab Feuerwerk, Line Dance und eine Darbietung des städtischen Chors. Auf dem Höhepunkt des Abends hielt Bürgermeister Barry Vaughan seine jährliche Ansprache. Dank der Big Player wie Meyer Pharmaceuticals und Homer Mart hat unsere hiesige Wirtschaft neuen Aufwind bekommen und 1997 wird unser bisher bestes Jahr werden, erklärte er dem jubelnden Stadtbewohner. Januar, der 1. 1997. Ist ja super. Oh, ne, fast du müde. Sehr cool. Tempo noch ein bisschen dazu bekommen. 14 Dinger sind hier noch versteckt, ey. Ob wir die alle finden? Prinzipiell habe ich ja immer Bock, sowas zu suchen und zu finden, aber... Can't carry any more of this. Stellenweise sind die auch so fies versteckt. Also, platzieren Entwickler in ihren Spielen so fiese Verstecke, dass ich nicht glaube, dass wir alles finden werden. So, ah, hier. Sehr schön. Hier haben wir einen Lüftungsschacht. Und... eine Obermarktmünze. Sehr geil. Nice! So, können wir hier nochmal schauen, ob hier irgendwas in unserer unmittelbaren... Oh, da war noch gelbes. Hier ist something yellow. What is it? Noch eine Münze. Na bitte, damit dürften wir den Automaten leer machen. Hallo. Safe. Und, welches Jahr haben wir? Ja. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht 1997 sein, oder? Wie jetzt gerade draußen in dem Zeitungsartikel. Doch, okay, doch, cool. Okay, nice. Na, läuft doch hier. Schönes Ding. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. Schön. Ach, das freut mich. So, mal kurz nochmal nachladen. Gravity Devil. Und hoch zum Automaten. It has a small coin slot. Got it. Got it. Fit perfectly. So, fast müde. Tempo. Sind wir jetzt auf 3? Das ist geil. It works. It works. Ist verrückt, so eine Münze, so ein Automaten. It works. So, Vitalaxe. Gesundheit. 2. Ja. Na bitte. So. Jetzt mal überlegen. Tatsächlich würde ich gerne mal... Nee, ah, scheiße. Ich dachte, ich bin fast... Ich glaube, ich würde mal einen Abstecher in den Keller machen wollen. Einfach mal, um zu sehen, ob wir eventuell dort die Schrotflinte irgendwo finden. Was? Aber wo ist denn das Ding jetzt abgesegelt? So, hier war ich ja schon drinne. Klicky, klicky. So, hier ist Salon. Hui. Plus 18. Oh, Eintritt nur ab 18 plus. So, ich habe auch das Gefühl, dass ich immer wieder an den gleichen, Türen rumrüttle. Weil ich sag mal, ob... Ach nee, hier hinten, war hier genau, hier war das. Das heißt, da ist Virginias Tür. Und da ist der Fahrstuhl. Das heißt, wenn ich rauskomme, müsste ich irgendwie nach links. Und hoffentlich finde ich da die Schrotflinte. Ja,
bitte. Also wenn er halt in so eine Schrotflinte durch die Lappen geht, das ist schon scheiße. Das ist schon... Ja, wo könnte es jetzt sein? Oh, vielleicht, bitte, bitte. Bitte, bitte. Pretty please. Sugar on top. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Jawohl, da ist sie. Da ist sie. Schrotflinte. Rostig, aber ideal. Es gab schon mal ein Spiel. Da kam jetzt eine Fahne vorne raus. Now we're talking. So, schön. Sammeln wir mal auf. Was haben wir denn hier alles? 4 Schuss. 4 ist natürlich ganz schön. 4 ist damit gewinnt als genpräsenter Korb hier. So. Okay, hier unten hatten wir, glaube ich, jetzt keine Dunkelheit mehr, ne? Oder? Können wir denn hier an Arbeitszimmer noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch. Das sind doch die Lüftungsschächte, die auf der Karte angezeigt sind. Aber warum hat denn das von oben nicht funktioniert? Warum... Ich war doch in diesem kleinen Raum, wo eigentlich ein Schacht hingegangen wäre. But it's not. Nö. So, okay, schauen wir hinten nochmal, aber hier hinten dürfte jetzt auch nichts sein. Nee. Landet doch einer dieser Schächte und geht in den Nebenraum. Was können wir mit dem Stuhl machen? Hm. It's a miracle. Kommen wir hier oben irgendwie rauf? Nee, kommen wir auch nicht. Okay, also wenn ich jetzt nicht alles habe, dann seht's mir bitte nach. Aber ich würde jetzt erstmal... Oh, da hinten können wir nochmal hin. Der war jetzt sehr hübsch, der Sprung. Achso, hier sind wir. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Tür Nummer 3. This one. Haus. Okay, also es ist wirklich dieser Max Newgard irgendwie, von dem Ellen berichtet hat. Ich mach erstmal kurz um. Ja, Ente Trente. My Pharmaceuticals. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Das ist ja schon mal toll, Alter. Am 15.03.97 um 17 Uhr endet Ihr Arbeitsverhältnis hinsichtlich Projekt Nummer 1138 aus folgendem Grund. Personalabbau im Rahmen des Projekts. Name Max Newgard oder Nygard. Identifikationsnummer bla 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 bla. Adresse 210 Main Street, Geburtsdatum und so weiter und so weiter. Wohnort so, ja, Geschlecht männlich, Bundesstaat Washington. Beruf Fahrer. Ah, okay. Jay Reynolds, Titel Transportverwalter. Also er ist jetzt der cholerische... Oh, Pizza-Party. Und ein paar Bier. Du hast das krachen lassen hier. Er war jetzt dieser... Das ist mein Lieblingssender. Dieser doch sehr stark aufbrausende Fahrer. Dean und Hashbaum als Anwälte. Am Arbeitsplatz verletzt worden. Unfall, unrechtmäßige Kündigung.
Ihnen geht Geldleistung. Achso, Ihnen könnte Geldleistung zustehen. Rufen Sie an für eine kostenlose Beratung. Telefon rund um die Uhr. Dean Hashton. Hashbon. 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 Ja, auch bei der Telefonnummer überlege gerade. Hm, aufschreiben. Aber. Mag nicht. Möchte ja irgendwas haben, was ich nachher bereuen kann. Max. Oh. Max, Alice hat mir erzählt, du hättest mitten in der Nacht ein Loch in die Garagenwand geschlagen. Ist das wahr? Sie sagte, Madisons Zimmer sei auf der anderen Seite dieser Wand. Hör zu, es ist deine Familie und deine Angelegenheit. Ich behalte meine Gedanken für mich, aber wenn du Hilfe bei der Reparatur der Wand brauchst, sag Bescheid. Vielleicht können wir dabei ein bisschen reden. Entweder bist du stärker, als du aussiehst, oder deine Wände taugen nichts. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Dein Freund, Andy. Krass. Ja, würde ich sagen. Aber es ist halt auch so ein klassisches Männerding, wa? Männer treffen sich halt nicht einfach wie Frauen und kommunizieren, sondern die machen das stillschweigend. Bei der Arbeit. Mit so einem Knurren. Krass. Okay, was? What a beast. What a beast. Aha. So, hier ist noch eine Taschenlampe. Kann ich jetzt hier einsteigen? Ja, ich kann einsteigen. Klick. Okay, gut. Scheinbar brauchen wir die Schlüssel oder irgendwas. Es ist Spachtelkeller, Alter. Eine Glättkelle des Grauens. So, okay. Schauen wir mal weiter. Oh, hier. Haben wir etwas Darkness zum Wegschießen? Also, Satzbau, ey. Darkness zum Wegschießen. Maddie, ja, tatsächlich, das ist ja natürlich krass irgendwie, wenn er jetzt halt wirklich so ein cholerischer Typ ist irgendwie, dass er besoffen mit dem Auto durch die Wand ballert, Alter. Und seine Tochter pennt auf der anderen Seite, oder ist auf der anderen Seite. Oh, warte mal, hier müssten wir mal kurz... Hier ist der Spiegel zu uns. Was? Wie? Oh. I'll kill you. Das ist ja schön. Das ist ja hübsch. Wunderbar. Schön. Haben wir hier noch irgendwo so eine tolle Benachrichtigung? Nee. Hallo? Kammergericht des Staates Washington in Vertretung für und im Namen von Virtual County. Max Nygaard gegen Alice Nygaard. Nummer, wurscht. In der vorliegenden Streitsache wird durch den erziehungsberechtigten Richter und der unterzeichnenden Richter und Beauftragten des oben genannten Gerichts hiermit wie folgt entschieden. Das alleinige Sorgerecht für die minderjährige Madison Nygaard bleibt bei der beklagten Alice Nygaard. Dem Kläger Max Nygaard wird das Besuchrecht aufgrund wiederholter Vorfälle von Hausfriedensbruch verweigert. Ferner bleiben das Kontaktverbot zugunsten der Beklagten gegen den Kläger für die volle Dauer der festgelegten Frist in Kraft. Das Gericht kann seine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt neu überdenken, sofern der Kläger sich einer psychiatrischen Behandlung unterzieht und ihm eine positive Beurteilung durch einen Facharzt für Psychiatrie ausgestellt wird und er zudem ein dauerhaftes festes Arbeitsverhältnis nachweisen kann. Na, das hat sich ja jetzt nun geschissen. Das Urteil erfolgt in öffentlicher Sitzung am 19. Januar 97. Richter, Gerichtsbeauftragter Chamberlain Hall, Vorsitzender Kelly. Jackson Kelly? Jackson Kelly. Ja, umgedreht so. Kelly Jackson. Anwalt des Klägers. Formelle Bestätigung. August Reed, Anwalt der Beklagten. Ja, krass. Wir haben 7 Uhr Zeit. Ja, aber was? Oh, hier ist die Kassette. Tonband Max. Alles klar. Aber was willst du machen? Du musst dein Kind schützen, ne? Irgendwie als Frau. Dinge, die mich wütend machen. Falsche Anschuldigung. Therapie. Super. Schlaglöcher. Ach. Menschen. Könnt ja fast sagen, hat Benny die Liste geschrieben? Benny ist auch der arme Kerl irgendwie. Er leidet sehr unter dem Berliner Verkehr.
So, was haben wir denn noch hier Schönes? Batterien, 2 Stück. Bin überhaupt nicht aggressiv! Okay, gut. Ja. Also mit dem Auto, können wir mit dem Auto jetzt noch irgendwas? Achso, nee, warte mal, ich muss der noch hier irgendwie. Ihr habt's ja hier nochmal. Hallo? Oh, schön! Destruction. Na, wundervoll. Grinding down. Ist ja toll. Break everything. Ja, run. Ach du Scheiße. Ain't no liar. How dare you, chicken? See red. Ach du Scheiße, Alter. Ja, super. Hat ja dann anscheinend nicht so stark gefruchtet, wie bei allen anderen auch, unsere Therapie. Mann, wir sind echt eine Pfeife als Therapeut, glaube ich. So, warte mal, hier vorne war noch was. Kann man hier noch was? Full. No, thank you. No, thank you. Was ist denn das überhaupt für eine geile Büsli-Packung? Orgra. Sehr schön. Ja, okay, Max mag Bier und Pizza. Ja, da wird das Leben so richtig... Oh, die haben ja das gleiche Bild wie alle. Das dann wird Leben wohl so richtig aus den Fugen geraten, irgendwie. Wenn er jetzt noch die Kündigung gekriegt hat, wird das so sein Kind wohl so nicht sehen können.